damn, ich bin auch blöde. Und kein Arzt da, ne? Ich habe alle Ärzte mitgenommen. Ah, ich bin doof. Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play RimWorld hier in unserer Chaos-Kolonie. Beim letzten Mal ist die Kolonie hier gestartet. Das Raumschiff war fertig und wir haben uns auf den Weg gemacht ins All und sind quasi entkommen. So, und dann, da die 1.0 jetzt noch nicht rausgekommen ist, es ist jetzt kurz nach meinem Urlaub, kommt jetzt wie angekündigt die Reise über den Planeten, ne? Vorher machen wir noch ganz schnell ein bisschen Ausrüstung. Eventuell mache ich hier nochmal so eine Mechanikwerkbank. Ich muss gleich mal gucken. Was sie nicht mehr machen brauchen, ist hier... Das hier brauchen sie nicht mehr machen. Ne? Hochwertiges Bauteil ist mir Wurst. Brauchen wir nicht mehr. Nehmen wir auch keins mit irgendwo hin, wo auch immer wir hingehen. Sondern wir machen jetzt bloß noch Ausrüstung, die wir so zum Kämpfen brauchen. Da wir ja nochmal ordentlich Action machen wollen. Guck mal ganz kurz, wie es überhaupt aussieht, wo wir hin wollten. Ist ja jetzt für mich schon eine Weile her, ne? Fast 3 Wochen oder über 3 Wochen sogar. Sowas in der Drehe. Um die 3 Wochen rum. Wir könnten natürlich auch noch erstmal hier bleiben und uns hier die 3 Außenposten einverleiben. Bevor wir dann aufbrechen nach hier hinten. Da wird man ja, glaube ich, hier Lager aufschlagen, die beiden Posten da ausschalten. Dann ist die Frage, wohin dann? Eine Möglichkeit war, nach hier hinten zu gehen. Oder nach da oben. Da oben. Da hinten. Da unten. Das ist schwierig. Ich würde mal sagen, von hier machen wir uns erstmal nach da. Hier hin. Machen die beiden Posten weg und dann überlegen wir uns mal, wo wir hinwollen. Wir könnten theoretisch auch die hier angreifen und auch wegmachen. Wenn wir gemein sind, machen wir das. Ich weiß noch nicht. Wir können ja jetzt, wir können uns hier jetzt so richtig austoben. Die 1.0 hat sich ja noch nicht angeschlichen an uns. Von daher machen wir jetzt hier Unsinn. Okay, wie sieht die Ausrüstung überhaupt aus? Wir haben 4 Leute mit schönen Staubmänteln. Ne, 5 sogar. 5 Leute mit schönen Staubmänteln. Wir haben, glaube ich, auch ein bisschen was hier im Lager. Ne? Ein ganz paar Meisterliche. Die sind auch frisch. Relativ frisch. Die könnte man mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wie viel wiegen die denn. Ich muss ein bisschen aufs Gewicht achten. Weil wir können nie unendlich viel mitnehmen. Ja, 2 Kilo in so ein Ding. Ich weiß gar nicht, was kann denn so ein Elefant tragen? Steht das hier irgendwo? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wenn ich hier Welt gehe, Karawane erstelle, dann steht doch bestimmt da, was so ein Elefant trägt. Ja, 140 Kilo. Das ist gar nicht so viel. Oder? Ich hätte fast mit mehr gerechnet oder mehr gehofft. Aber oh, die einzelnen Kolonisten tragen auch bloß 20 Kilo. Also, so viel ist das jetzt nur ohne. Okay. Na gut, da kann man nicht ganz so viel mitnehmen. Ich wollte ja eigentlich auch Stahl mitnehmen. Komponenten in jedem Falle, klar. Ja, nee, nicht hochwertiges Bauteil, sondern normale. Wo seid ihr denn? Ach ja, hier ist eins. Wie viel wiegt ihr denn? Nur ein halbes Kilo. Das ist okay, also davon können wir ein paar mitnehmen. So viele werden wir gar nicht brauchen, wenn wir da 50 mitnehmen. Das sind dann 30 Kilo oder so. Ja, das ist in Ordnung, das geht. Dann, ich weiß nicht, ob wir Holz auch mitnehmen. Wenn wir jetzt bloß die Außenposten schnappen, ist es ja erstmal noch egal. Aber danach spielt es dann schon eine Rolle. Essen müsste man mitnehmen. Ich meine, wir haben hier Package Survival Meals. Wie viel wiegen die denn? Auch ein halbes Kilo. Und wir nehmen wahrscheinlich 200 mit, oder? Ne, 150 ungefähr. Das sind auch 75 Kilo. Oder? War das jetzt ein halbes Kilo? Burp. Ja. Also auch so 70 Kilo nehmen wir da mit. Das ist eh ein Elefant schon mit Essen und Komponenten voll. Ja, mal gucken. Aber wir haben ja dann noch 2 Elefanten. Die Elefantenkinder brauchen leider noch, bis die ausgewachsen sind. Groß genug. Mörser nehmen wir dann nicht mit.
Ja, was nehmen wir denn dann überhaupt noch mit? Die Leute sind alle ausgestattet. Ich weiß gar nicht, ob ich denen noch viel mehr geben will. Was ist denn hier überhaupt noch in Auftrag? Zerlege Mechanoide und ein Schildgürtel. Yay, okay, und dann sind wir ausgestattet, oder was? Zeige mir das mal. Ein schöner Energierüstungshelm, hier auch, hier auch. Schon ein bisschen abgeranzt. Energierüstungshelm. Du hast noch keinen. Du auch nicht, du auch nicht. Du hast einen, du hast einen. Du hast keinen, du hast einen. Also eigentlich müsste ich auch noch drei Energierüstungshelme oder so herstellen. Hier, machen wir. Vier oder so. Ich würde ja noch so ein... Damit es schneller geht. Oder wir machen in der Zeit noch ein bisschen... Körperteile. Körperteile oder... Wir lassen einfach nur einen Kolonisten hier. Der baut die ganze Zeit weiter. Zum Beispiel Riesling. Ich weiß nicht. Bist du ein guter Schütze? Na, eigentlich kann Chamber hier bleiben, ne? Ich brauche ja nicht alle Leute, um die Außenposten anzugreifen. Wir hatten ja schon gemerkt, die Außenposten sind jetzt nicht so überzeugend. Und Chamber hat jetzt keine wirkliche Aufgabe. Wie lange ist denn der letzte Angriff her? Schon eine Weile. Das heißt, wir könnten bald wieder angegriffen werden. Aber ich hätte auch Bock, selber anzugreifen. Wie viele Mahlzeiten haben wir denn? 54. Wie sieht's denn aus, wenn wir mit 5 Leuten angreifen? Oder mit 6? Das ist so ungefähr die Hälfte unserer Belegschaft. Dann haben wir noch die andere Hälfte hier, die verteidigt oder was weiß ich macht. Aber mit wem greifen wir dann an? Wir können es ja mal versuchen. Wie weit ist denn das überhaupt weg? Komm, hier. Halt. Nein, Tag, okay. Du nicht, dahin. Und dann dahin. 3 Tage wären wir unterwegs. Ascht hierhin, den Posten ausräuchern, hierhin, den Posten ausräuchern und wieder zurück. Den können wir dann auch noch machen, weiß ich nicht. Dann wird es schon 3,5 Tage und dann wieder zurück. Das sind 5 Tage. Naja gut, 5 Tage geht eigentlich. Komm, Karawane erstellen, wir machen das einfach mal. Wir nehmen mit. Pyro kann mit. Der braucht nicht da zu sein. Antilope, Riesling. Wir brauchen auf jeden Fall unsere besten Kämpfer, ne? Also Nora. Dann brauchen wir Jenny. Als Ärztin. Wobei Pyro ist ja auch Arzt, aber okay. Okay, wer ist denn noch gut im Schießen? Eigentlich ist Hera gut im Schießen, aber sie müsste eigentlich zu Hause bleiben wegen Kochen. Die nehmen jetzt Essen mit und dann ist das Essen weg. Riesling, Antilope nehmen wir mit. Und Donovan nehmen wir mit. Wie viele sind das jetzt? 5. Also einen würde man noch mitnehmen. Wolle oder Gorilla? Gorilla. Gorilla ist ein guter Kämpfer. Gut, ihr 6. Soll ich noch einen Elefanten mitnehmen? Ich glaube nicht, ne, machen wir nicht. Überlebensration, nimm mit, und zwar... Keine, warte mal. Wir nehmen mit 20 hiervon. Verdirbt in 3,2 Tagen, Nahrung für 2 Tage. Dann nimm mal 25 davon mit. Und dann nochmal Überlebensration, auch nochmal 25, oder? Wie viel wiegt denn das? Kann ich das sehen? Ja, hier oben. Wir haben jede Menge Gewicht noch frei. Was ist denn, wenn du 50 mitnimmst? Dann haben wir Nahrung für 6 Tage verdirbt in... Das ist in Ordnung, okay. Was brauchen wir noch? Ein Rauchblatt-Joint wäre eigentlich gut. Nimm mal Zähne mit. Für den Fall, dass irgendwer Mutprobleme kriegt. Und dann hätte ich gerne noch 30... Ja, 30 Kräutermedizin. Okay, und ihr verlasst nach Südwesten. Das ist richtig. Okay, annehmen. Auf geht's, Jungs. Ihr geht jetzt mal angreifen. Und das so schnell. In der Zeit, wie gesagt, Riesling bleibt ja hier.
Sie kann schön weiter Zeug basteln oder Wolle oder wer auch immer. Ist mir eigentlich auch egal. Hauptsache, sie basteln weiter. Die Energierüstungshelme müssen ja noch fertiggestellt werden. Wo sind denn jetzt die Leute, die da... Hier, kommt. Macht mal hinne. Los. Ah, da gehen sie. Alle Sechse. Attacke, yay. Was machen die Elefanten? Nix. Sehr gut. Ich wollte schon sagen, weil ihr sollt ja eigentlich da bleiben. Gut, die Karawane ist bereit, auf zur Welt, hier, da, angreifen. Wie schnell? Voraussichtliche Ankunftszeit, 0,4 Tage. Ja, weil ich keinen, weil ich niemanden mit habe, ne? Ich habe keinen Elefanten mit nix, was irgendwie, was die langsam macht. Und die sind alle ja, die haben ja Wirbelsäulen und Zeug. Da geht's ja jetzt relativ flott. Ja, und da haben wir jetzt hier nochmal eine kleine Ausstattung an Leuten hier, die weiterarbeiten können. Chamber, Riesling, Wolle. Drei unserer Handwerker sind noch da, perfekt. Das ist ja quasi das, was ich brauche. Hera ist noch da, um sich um die Tiere zu kümmern, perfekt. Brauchen die Tiere noch irgendwelche Pflege eigentlich? Wieso sind denn hier... Ach so, weil die männlichen Elefanten habe ich auf Folgen gestellt, die weiblichen nicht. Karawane ist bereit, ich weiß. Karawane, wo bist du? Hier, geh ab. Wow, so schnell. Wow. Aber die werden, die kommen noch heute an, ne? 0,3 Tage, bis sie da sind. 15 Uhr. Ich weiß nicht, bis wann die laufen. Ob die bis 20 Uhr laufen oder so. Mutten ab. Bin mal gespannt. Das ist schnellste Geschwindigkeit. Wer bist du? Camembert. Camembert hat ein Junges zur Welt gebracht. Tut mir leid. Wir wollen keine Jungen. Ciao. Aber es gibt Essen. Was ist jetzt los? Warum denn das? Ach, weil ich doof bin. Ich habe die Bumalope töten lassen. Naja, gut. Feuer, Feuer, schnell. Feuer. Könnt ihr mal bitte kommen? Ja, ist Alarmstufe rot, gibt. Genau, löscht mal das Feuer bitte. Damn, ich bin auch blöde. Und kein Arzt da, ne? Ich habe alle Ärzte mitgenommen. Ah, ich bin doof. Wer kann denn von euch noch Arzt machen? Aufseher, nee, verhandeln, kochen. Wo ist denn hier überhaupt? Pflege. Kann eigentlich nur blau machen. Oh Gott. Flüchtling gejagt. Nee, jetzt nicht. Ich habe gerade Probleme hier. Hier, lass die Tür offen stehen. Nicht verbieten. Offen halten eigentlich. Aber sie schaffen es hier. Komm. Ja, komm. Ihr schafft das. Ich vertraue euch. Jetzt muss ich aber hier mal zusehen, dass jemand Pflege macht. Du hier, mach mal Pflege, ganz dringend. Was hast denn du für eine Fähigkeit 2? Okay, ist egal. Kümmere dich darum. das war ja jetzt super. Ah, starker Start. Ja, die werden nochmal Pause machen, bevor sie ankommen. Schade. Ja, ich bin ein Held, ne? Das geht ja stark los. Was ist denn hier los? Ja, das da löschen. Nee, nicht reinigen. Lösche. Komm. Und wer von euch soll... Aha, okay. Sterben die jetzt? Wie warm ist denn das hier drin? Ja, 200 irgendwas Grad. Hier, Tür offen halten. Wolle. Stell dich da rein, los. Und dann musst du mal die Leute heilen. Oh, wunderbar. Wer von euch war jetzt hier? Nee, blau ist derjenige. Blau. Du machst bitte... Wo ist es denn? Hier, Operation... Nee. Selbstheilung. Hier, heil dich selbst, genau. Kann ich das jetzt hier... Behandle blau. Los. Behandle dich selber. Genau, und dann behandle mal die anderen. Du kannst ja gute Medizin benutzen. Das sind alles bloß ein paar Verbrennungen, ne? Nichts Wichtiges. Ist irgendwas kaputt gegangen? Nö. Alles noch dran. Gut. Ich hab die Bumalope aus Versehen zum Töten freigegeben. Weil ich nie hingeguckt habe. Ich habe bloß gedacht, oh, hier zwei, die komisch aussehen, das müssen die sein. Nee,
waren sie nicht. Naja, doof. Egal. Weil die Boomerlope hätten wir jetzt eh zurückgelassen. Also wichtig ist sie jetzt nicht. Hey Hera, du bist ja noch da. Aber du kannst auch gehen Medizin, ne? Naja, eher so mittelmäßig. Soll Blau ruhig machen. Der hat ja, der lernt wenigstens was dadurch. Ja, jetzt nicht unbedingt schnell oder so, aber... Er tut sein Bestes. Er gibt alles. Du hast dich selber verarztet, ja. Wenn die Leute jetzt hier natürlich gleich Infektionen kriegen, dann haben wir ein Problem. Weil Blau ist schlecht im Heilen. Er hat jetzt 3 gerade so erreicht. Was ist jetzt passiert? Karawane ist am Ziel angekommen. Aber wie viele Gegner haben wir hier? Molotow. Taschenmesser. Schienenpistole. Revolver. Sturmgewehr. Ach, die sind relativ schlecht ausgerüstet. Vielleicht von hier unten aus kämpfen, denke ich mal. Sollen wir mal gucken. Schnappen wir uns die mal und gehen mal hier runter. Ich will mich da irgendwie in Sicherheit begeben. Ja, geht runter. Lasst euch nie sehen. Ich will First Blood machen. Gut, okay. Unsere beiden Sniper. Steht hier einer? Oder, nee, steht hier einer, sage ich mal. Und hier steht einer. Na, warum kannst du nicht dahin? Büro, hier hinten. Ja, genau. Antilope. Du hier hin. Okay, Jenny geht hier hin. Und Gorilla auch. Könnt ihr nicht? Wie weit könnten ihr schießen? Na, geht doch. Wenn der jetzt davor gelaufen kommt, dann... Genau. Kriegt er einen drauf. Pyro steht nicht unbedingt super dafür. Der könnte hier jemanden von uns treffen. Deswegen werde ich da wahrscheinlich nochmal was tun müssen. Du geh hier hin. Und Pyro, du gehst dahin. Dann kannst du auch weiter schießen. Sie greifen an. Gut, wunderbar. Okay, wer ist hier gefährlich? Na, schon mal, du ziehst dir einen rein. Das kannst du von mir aus machen. Wie gut kannst du mit dem Gewehr um... sehr gut, okay. Das, ihr beide hier. Kommt. Ihr beide schießt auf sie da. Gut, wunderschön. Okay, Pyro und Nora. Auf den nächsten... Warte, oh, ich habe euch nie wieder ausgewählt. So, hier, kommt her. Wen schießt ihr ab? Wer ist als nächster noch gefährlich? Die haben ja alle nix. Ganz von mir aus könnt ihr den da hinten abknallen. Und ihr macht einfach, wie ihr denkt hier. Jenny, wieso hast denn du... Ah, die hat keinen Gürtel. Na, kommt. Jawohl, schön. Gorilla, du hierhin, Jenny, den angreifen. Los geht's. Oh, voll da rein, schade. Nee, Gorilla, geh hier hin. Ja. Sie fliehen, nee. Gorilla ist außer Gefecht, Jenny auch. Das ist ja ein Traum. Okay, du. Jetzt brennt das hier wieder alles. Ich hab wieder übersehen, dass da jemand Feuer hatte. Ha, okay. Machen wir mal ganz schnell. Was haben wir denn hier? Sicherheit, Möbel. Hätte besser laufen können, aber auch schlechter. Von daher mal gucken. Wo ist denn jetzt hier... Ich will den Schlafplatz haben. Hier, Schlafplatz. Ja, so ein paar. Ja, genau. Der hier ist jetzt auch für Kranken und der auch. Nora, du retten. Pyro, du retten. Genau, ihr schießt ja dann noch weiter drauf. Ja, lass das, genau. Das liegt hier rum. Leichtes Maschinenpistole ist mir egal. Aber hier oben muss jetzt mal das Feuer gelöscht werden, ganz dringend. Bevor irgendwas kaputt geht, was hier wichtig ist.
Na, nochmal, das kann liegen bleiben, bis die wieder fit sind. Nicht, dass das Blastahl. Na? Schuss! Ja, alle tot. Gut, wunderbar. So, ich brauche Homegebiet. Homegebiet! Heimat! Ja, Heimat. Da oben. Mach doch mal das Feuer weg, bitte. Das Feuer weg. Ja, Feuer weg. Lass, lass, lass. Nora, du auch. Feuer wegmachen. Und du? Wer von euch hat denn eigentlich hier die Kräuter einstecken, genau. Los, heilen. Heilen, heilen, heilen. Nicht hier rumstehen, du. Feuer löschen, los. Was machst denn du? Kannst du bitte mal das Feuer löschen, vielleicht? Das wäre nett. Hier. Nicht ausziehen. Kannst du hier Feuer... Ach so, du bist... Ja, okay. Entschuldigung. Ich vergaß, dass du hier Feuer löschen kannst, du Doofi. Hier, Brumi. Bist du gut? Will ich dich überhaupt? Bist ein guter Kämpfer. Nervös und psychisch sensibel ist natürlich doof. Wie geht's dir? Irgendwas kaputt? Nö. Gorilla? Bei dir alles klar? Nö. Ja. Alles ganz geblieben. Ach, leg dich doch nicht hin. Kannst du bitte auch schon mal... Was habe ich denn jetzt ausgewählt? Zieht aus. Nee, nee, ausziehen. Wenn du die heilen würdest, das wäre ein Traum. Nimm. Kannst du vielleicht heilen? Ja, behandle. Traumhaft. Und dann kannst du Antilope auch nochmal behandeln. Gut, okay. Wir kriegen das hier noch hin. Jeden Moment haben wir's. So, wollen wir hier noch irgendwas machen? Also die nehmen auf jeden Fall das Essen mit. Ganz klar. Die Waffen sind ja eher so mehr. Die haben glaube ich auch nichts an, was interessant ist, oder? Nee. Nee, nee, nee. Schutzwesten, die sind aber alle eher doof. Wie sieht's denn zu Hause aus? Bei euch ist alles gut? Hat jemand die Kühe geheilt? Nö. Eigentlich müsste Blau das machen, aber macht er wahrscheinlich erst, wenn er aufsteht. Naja, gut. Und wie ist bei euch so? Boah. Ja. Wollen wir jetzt gleich zum nächsten Posten gehen? Wo das jetzt so gut geklappt hat gerade. Rocker ist an einer Wundinfektion erkrankt. Hier, Blau, mach mal. Behandle Rocker, los. Dann kannst du die anderen Bäden auch gleich behandeln, ja. Behandle Kuh und behandle Kuh. Dann ist das wenigstens erledigt. So. Hier, die müssen wieder aufwachen. Schmerzen sind extrem. Los, los, los. Gorilla-Speer kann wieder laufen. Perfekt. Dann hol dir mal dein Zeug hier. Es liegt noch rum. Ja. Zeug liegt rum. Antilope hat sich vollständig erholt. Ja, Blau hat sich vollständig erholt. Boah. Aufgabe abgeschlossen. Achso. Die Beziehung hat sich um 8 verbessert. Das ist schön. Ja, wir haben den Außenposten besiegt. War auch ein Traum. Wie lange willst du jetzt noch hier schlafen? Steh mal auf. Was? Ja, geh im Bett. Aufstehen. Zeug ansammeln. Krankheit, Wundinfektion. Hera, nein. Hera, geh heim und lass dich schnell heilen. Ja, hier, versuch nochmal den zu zähmen, ist in Ordnung. Aber dann muss er heimgehen. Ja, geh. Blau. Ja, Blau heilt sich dann gleich. Die Wundinfektion ist leicht, ist nicht so schlimm. Zähmen ist fehlgeschlagen, macht nichts. Geh heim. Ekschi, komm. Alkoholexzess, Wolle. Ja, kannst du machen. Du bist nie unser Arzt. Das ist nicht ganz so schlimm. Hier, wir schlachten noch mal ein paar Kreaturen. Wie ist es bei euch? Jenny hat Langeweile, das macht nichts. Wolle, wie... Kannst du eigentlich wieder laufen? Bewusstsein ist reduziert, aber du bist eigentlich da. Ja, leg hin. Ja, ist kaputt. Ich zieh's dir gleich wieder zwangsläufig an. Bob, 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 genau. Und den hier kannst du bitte auch wieder anziehen. Aufheben, anziehen. Hier, komm. Musst du weitertragen. Wir haben jetzt gerade hier nichts anderes. Aber das kannst du dann daheim mal ablegen.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich zum nächsten Posten weitermachen. Wollen wir noch gucken, ob die hier irgendwas hatten. Jenny, du bist nicht fit. Pyro, du bist relativ fit. Geh mal hier bitte rein. Ja, in Besitz nehmen. Das hier nehmen wir auch in Besitz. Dann gehst du da mal gucken, ob da irgendwas Interessantes ist. Na, eben eine Mahlzeit, wow. Können wir aber vielleicht mitnehmen. Mal gucken. Hier ist ja auch nichts. Ich habe gedacht, hier gibt es wenigstens irgendwas. Irgendwas, was mehr ist als nichts.